Und damit herzlich willkommen zurück zu Düsseldorf Aktuelle, liebe Zuschauer. Der Düsseldorfer HC, der kämpft im Hockeysport ganz aktuell um Titel, aber auch gegen den Abstieg. Die Einzelheiten dazu hat jetzt Tim Siebert für Sie. Ja, bei den Damen, da ist eigentlich alles in Ordnung. Die waren vor dem Spielwochenende Tabellenführer und haben erst ein Spiel verloren. Bei den Herren, da sieht das ganz anders aus. Die haben vor dem Spielwochenende nämlich erst ein Spiel gewonnen. Und dann kommt man langsam in die Situation, dass man auch mal gegen bessere Teams gewinnen muss, um Punkte zu sammeln, um dann in der Klasse zu bleiben. Die Möglichkeit gab es jetzt am Samstag gegen Mülheim. Bei Anpfiff der Partie zwischen dem DHC und Uhlenhorst Mülheim war es noch trocken. Doch kurz darauf setzte der Regen ein. Das änderte aber nichts an der Partie, denn die war über den Großteil der 70 Minuten hinweg spannend. Den besseren Start hatten dabei die Gäste, die als Viertplatzierte als Favorit in die Begegnung gingen. Richtig gefährlich wurde es aber erst in der 30. Minute. Max Godau bewegt sich ungestört durch die Verteidigung und lupft den Ball dann ins Tor. Den Treffer muss der DHC auf seine Kappe nehmen. Die Gegenwehr war gleich null. Mit etwas mehr Ruhe nach dem Tor wird der Gast zielstrebiger. Philipp Rohrbach auf Thomas Mantagna. Der Ball kommt zu Jan Nitschke. Und der erhöht auf 2:0 aus Sicht der Uhlenhorster. Und auch hier fragt man sich, ob die Verteidigung entschlossen genug agiert. Rohrbach aber auch mit einer schönen Ablage verschafft Mantagna etwas Raum. Und Nitschke macht es dann mit der argentinischen Rückhand. Mülheims Trainerin Tina Bachmann scheint aber Verbesserungspotenzial gesehen zu haben und griff in der Pause zur Taktiktafel. Wenn sie was geändert hat, dann ging das eher nach hinten los, denn jetzt kommt Düsseldorf zu immer besseren Chancen. Dann eine kurze Ecke. Und Clemens Oldhafer mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Düsseldorf im Tabellenkeller braucht wirklich jeden Punkt. Da ist es auch egal, wenn der Ball mal mit etwas Glück im Kasten landet. Dann die zweite Auszeit in diesem Spiel. Es gießt in Strömen und noch sind 8 Minuten zu spielen. Dann wieder eine kurze Ecke. Andere Variante, aber wieder ein Tor. Marco Testrud mit dem Ausgleich. Und der ist mittlerweile verdient. Und ein Punkt gegen Mülheim wäre in der Tat sehr wichtig. Und vielleicht geht ja noch mehr. Die vorletzte Minute, vielleicht die letzte Chance für Uhlenhorst, hier doch noch einen Dreier zu holen. Für die geht es ja um die Qualifikation zur Endrunde, Maximilian Welzholz. Aber mit der Parade, er hält den Ausgleich fest. Aber es geht mit einer Ecke weiter und die führen die Gäste schnell aus. Mülheim baut sich noch mal vor dem Düsseldorfer Tor auf. Der kurze Pfiff, ein Freischlag, der schnell ausgeführt wird. Thilo Strzalkowski kommt an den Ball. Und macht tatsächlich noch das 3:2 für Mülheim. Uhlenhorst gewinnt tatsächlich doch noch diese Partie. Wie ärgerlich. Aber Düsseldorf kommt nicht dazwischen und kriegt den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone raus. Trotzdem wir uns, sag ich mal, durch vielleicht unglückliche Situationen und Ballverlust in der ersten Halbzeit 2 Gegentore hinnehmen mussten, hat die Mannschaft absolut tolle Moral bewiesen. Hat sich in der zweiten Halbzeit weiterhin großartiges Spiel gemacht und wir hatten Mülheim wieder am Rande, ich sage jetzt nicht einer Niederlage, aber es hätte durchaus passieren können. Wir haben uns einen Punkt redlich verdient, wir stehen aber trotzdem mit leeren Händen da. Es kam aber noch bitterer für den DHC, weil München zeitgleich gewann und die Oberkassler am Sonntag gegen Krefeld unterlagen, ist man jetzt Schlusslicht und im Kampf um den Klassenerhalt sieht es langsam schlecht aus. Auf Center TV, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf.